Ja, herzlich willkommen auf einer Kreuzfahrt. Hier bin ich auf See. Ich habe jetzt meinen zweiten Geburtstag gefeiert, also vor knapp einem Monat, der 6. Dezember 2011. Es ist jetzt der 12. Januar 2012. Mein erster Quick-Tipp für dieses Jahr. Wieso bin ich auf einer Kreuzfahrt und wieso sage ich, ich habe zwei Geburtstage? Ja, vor einem Monat hatte ich einen Herzanfall. Habe ich überlebt. Gott sei Dank, kein Muskelschaden, ich bin 100% okay. Aber da habe ich eine Lehre gelernt, unglaublich. Ich habe schon immer gepredigt, man muss jeden Moment genießen, dass Materialismus nicht so wichtig ist wie Familie, Freunde, Kinder. Aber diesen Abend, wo ich meinen Herzanfall hatte, wo meine Frau und meine zwei Tochter neben mir standen am Bett, wie ich die Angst in deren Augen gesehen habe, ob ich überleben werde oder nicht, das hat mich schockiert. Das hat mich auch irgendwie aufgeweckt. Und da habe ich begriffen, hör mal, die wichtigsten Dinger sind echt nicht Materialismus und all diesen anderen Kram, der uns mit Nerven jeden Tag. Die Erinnerungen, die ich haben werde, einen Tag, wenn ich diese Welt verlasse, sind die Erinnerungen von denen, die ich lieb habe, meine Frau, meine Kinder. Und das war für mich so eine Einstellungsveränderung, das war so eine bewusste Einstellungsveränderung, dass ich entschlossen habe, ich mache jetzt eine Kreuzfahrt, Reise mit meiner Familie, ich fange mal wieder auf mit meinen Kindern, ich muss mich wieder näher an die bringen, ich muss ihnen jeden Tag erzählen, ich habe sie lieb und ich muss Erinnerungen schöpfen. Dann lebe ich ein volles Leben. Und aus dieser Erfahrung, hoffentlich für meine Quick-Tipp diesen Monat, können Sie das für das neue Jahr benutzen und Ihre Ziele so einrichten, dass Sie auch mehr Zeit verbringen mit denen, die wichtig sind in Ihr Leben. Ich bedanke mich sehr und ich freue mich auf nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.